eine Scheibe abschneiden. Einige heute, wenn ich das an Axel Schulz denke. Oh, da war wieder ein Rechte, ein starker Rechte. Und ich glaube, da hat die Norman Magula zeigt bereits Wirkung. Jetzt würde ich mir aber wünschen, dass hier ein bisschen mehr zur Sache gegangen wird, von beiden Seiten. Sonst ist das hier ein Spaßkampf. Was ist los? Man hat den Ring extra verkleinert auf die Körpergröße der beiden Kontrahenten. Das sind ja, glaube ich, beide unter 1,35. Aber man sieht es im Verhältnis gar nicht. Wunderbar. Oh, 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 oh. Das soll es nicht weitergehen. Das ist jetzt Spaß. Das ist jetzt nicht mehr, das ist kein Kampf mehr. Da gibt er ihm eine Chance, die er normalerweise nicht hat. Bum, 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 das war's. Der Gong rettet wieder mal Norman Magulay vor einem weiteren, ja, Fausthagel. Schauen wir uns gleich in der Slow-Mo an, was das war. Ich glaube, das am Schluss war einer der entscheidenden. Er blutet bereits aus der Nase. Und Marko Rajkovic von den Stiko-Brüdern wird jetzt, ja, hier kommt's, linke Führhand und rechts auf die Birne. Linke Führhand und zurück kommt ganz, ganz wenig. Aber er hat den, Norman Magula hat noch den Willen, er will noch, aber er kann ihn nicht bezwingen. Er hat es wahrscheinlich schon begriffen, er muss jetzt unbedingt was tun. Vielleicht hat er sogar abgesehen, in der dritten Runde René Weller auf die Bremse zu schicken. Ich glaube es nicht, dass es ihm geht. Ich glaube nicht. Aber er ist schon gezeichnet. Wir haben noch eine Zeitlupenaufnahme. Wir schauen nochmal. Ja, schauen Sie mal das an. Das war ein richtiger Brecher auf den Kopf. Und Norman Magula hat Probleme, Schritt zu halten. Er hat Probleme, auf den Füßen zu bleiben. Nur wer selber boxt, weiß, wie hart wie einem so ein Schlag den die Besinnung rauben kann. Noch kurze Anweisungen von seinem Trainer Heiko Förster. Ja, schauen wir uns noch einmal an. Aus der Runde 2. Norman versucht und gibt sogar mit der linken und ja, das ist eine schöne Kombination, kostet aber unglaublich viel Kraft. Und wenn man genau sieht, er hat von den 7 Schlägen, glaube ich, 2 ein bisschen platzieren können. Also leicht ist es nicht, wirkliche Wirkungstreffer zu landen. Es ist sogar sehr schwer. Und wir machen den Ring frei für die dritte und letzte Runde. 3 Minuten zwischen Norman Magulay und René Weller, der schöne René. Und es kämpfen ja im Prinzip ein gelernter Installateur. René Weller ist Installateur gegen einen Zimmerer. Also, sehr schön proletarisch. Und ich habe das Gefühl, der Installateur hat das längere Rohr im Moment. Und wenn Sie mal zuschauen, die linke Hand bereitet immer nur vor und die rechte kommt sehr platziert, wenn sie kommt, auch immer auf den Kopf. Ganz wenig Körpertreffer, hauptsächlich auf den Kopf zielt René Weller und er will ihn hart auf die Bretter schicken. Ja, oh, 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 oh. Das hat überhaupt keinen Respekt mehr, René Weller, vor dem natürlich mit Löwenmut und mit letzter Kraft kämpfenden Norman Magulay. Das schaut schön aus, zeigt aber keine Wirkung bei René Weller. Zeigt nicht, er müsste einmal gut treffen. Und jetzt bearbeitet er ihn ein bisschen wie ein Stück Rindfleisch ist und lässt die Deckung ganz hängen. Das ist natürlich für alle Boxer ein Zeichen. Dieser Mann hat keinen Respekt vor den Schlägen des Gegners. Das ist eine, so macht man einen Gegner lächerlich. Schauen Sie sich an. Schaut ein bisschen aus wie ein Orang-Utan. Ist aber, mein Gott, Norman, gib noch mal Gas, gib noch mal Gas, mach 9 live. Stolz. Er macht mich schon auch stolz, weil er hat viel mitnehmen müssen in den letzten 2,5 Runden. Er hat viel mit und er steht immer noch und er zeigt keine Angst, aber es ist natürlich ein Hagel von Schlägen, was da auf ihn einwirkt. Ein Hagel und der schiebt den halt mit dem Körper. Das hat er Jürgen Milski auch versucht, diesen schmächtig wirkenden René Weller in die einfach Anlauf zu nehmen. Aber wenn man Pech hat, läuft man in eine Gerade. Genau bei dieser Aktion. Das ist sehr gefährlich. In den Armen muss halt auch was sein. Und da ist bei Norman Magulay ein bisschen zu wenig, als dass René Weller da Wirkung zeigen könnte. Schauen Sie, er bekommt sogar im Infight noch ein paar kurze Haken mit. Und hier kann René Weller zeigen, dass es nicht so einfach ist, einen x-maligen Meister im Boxen, Weltmeister, Europameister und so weiter, einfach vorzuführen. Und ich würde jedem, der in Zukunft in der U-Bahn irgendjemand überfällt, ja, zuerst fragen, ob er nicht zufällig Boxer war. Das könnte blöd ausgehen. Also, großen Respekt an beide Boxer.
Norman Magolai will, aber Sie sehen es vielleicht schon, die Fäuste sind oben, aber sie wackeln hin und her. Und René Weller sucht sich aus, wo er es will. Er schlägt zu, wo er es sich aussucht. Und Norman patscht noch ein bisschen dagegen und er wird ein Lied davon singen. Lange, er wird lange dran denken. Jetzt gibt er ihm. Oh, 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 Norman. Ja, das war das erste Mal, dass wirklich Schläge ankamen bei René Weller. Und ich glaube, jetzt ist es soweit, dass René Weller den Punkt sucht, wo es auf die Bretter geht. Ich glaube nach wie vor, dass René Weller ihn auf die Bretter schickt. Ich glaube es. Wir sehen, dass die Möglichkeiten alle da sind. Und es Runde 3 ist vorbei. Und ein sehr, sehr guter Kampf von beiden. Sehr, ja, man hat ja gesehen, was los ist. Und ich übergebe an Max Schradin. Meine Herren. Jawohl! Ja, wir haben, meine Damen und Herren, der Kampf ist vorbei. Und bevor die Punktrichter hier kräftig zusammenzählen, natürlich nochmal die ein oder andere Slow Motion. Die zeigen wir Ihnen hier gerade mal. Ich höre nichts. So, ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr schön mit beiden Fäusten von außen. Aber zeigt natürlich keine Wirkung. Zeigt wenig Wirkung bis gar keine. Leider Gottes. Ja. Also ein Wahnsinnskampf. Da ist natürlich ein Riesenwumms dahinter, meine Herren. Also, als ich das gerade gesehen habe, ich habe so ein bisschen Angst gehabt um meinen Kollegen Norman. Ja, um dich nicht wirklich, René, aber großer Respekt an Norm Magolai. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an René Weller, dass er in den 3 Runden nicht 100% gegeben hat, sondern vielleicht nur 95. Aber wir warten noch das Kampfurteil ab. Regie. Ach, da ist ja schon hier, da ist ja schon das Ergebnis von unserer Lanotte-Dame. Vielen Dank. So, Applaus bitte für unsere Damen von Lanotte. So, also, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil in 3 Runden. 2 Kampfrichter haben im Laufe der 3 Runden Norman mit 10-9 vorne gesehen. Aber meine Damen und Herren, das reicht nicht. Insgesamt ganz klarer Punktsieger, René Weller! So, oh, hör mal mich, ja. Ich kann gar nicht verstehen, was Sie gegen mich haben. Hast du Lust, mit mir zu boxen? Es ist nicht so einfach. Komm gerne rein. So, jetzt kommst du rein. Wir müssen sportlich fair bleiben. Norman hat super geboxt, leider hat er nicht gewonnen. Aber ich habe schon mal einen Kampf verloren gegen einen von Big Brother, den Thüringen, und er war 10-mal besser. Also, ja. Also ein Riesenkompliment. Kommt mal neben mich. Klar, Norm hatte Heimvorteil. Ich fange mal mit dir an. Also erstmal, ich muss sagen, ich habe das jetzt auch so ein bisschen beobachtet. Ich würde es mich natürlich überhaupt nie trauen. Ich habe das gesehen am Anfang. Da hast du irgendwie versucht zu boxen, die Rechte mal durchzubringen. Das war natürlich relativ schwierig. Das sieht alles so einfach aus. Aber die Rechte kamen so im ersten Drittel, in der ersten Runde nicht. Wie hast du die erste Runde gesehen? Oh, ich kann mich jetzt im Betrieb nur an alles erinnern. Aber es ist halt schwierig, wenn du einen Mann hast, der halt ein Auge hat über Jahre fürs Boxen. Und dann versuchst du es halt und versuchst mal und dann kriegst du mal richtig eine, die auch wehtut, ja.
die richtig wehtut und dann wird die schon ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe alles gegeben und René ist ein starker Boxer. Absolut, absolut. Wir haben nochmal eine Slow Motion vom Boxkampf und da sehen wir nochmal, da hat Norm nochmal richtig eine bekommen. Zwei sind auf die Deckung, aber da kommt die linke Führhand dann von René doch durch und dann schaut man nach unten, dann ist er natürlich auch schnell so ein Aufwärtshaken da. Da muss man dann immer aufpassen. Klar, die Kombination von einem Europa- und Weltmeister, da muss man halt erstmal die Boost auch haben. Dann kommt so ein Leberhaken direkt, da hast du es nochmal probiert, sehe ich gerade. Nochmal ausgeholt die Rechte, aber das ist halt alles Deckung, das hat nicht wirklich Wirkung gezeigt. Und schnell auf dem Bein ist der, ne? Da ist jemand ein bisschen älter als du und flink wie ein Wiesel. Ihr zwei, drei Jahre älter, weißt du, das ist schon. Ja, nee, der René ist schon schnell. Max, darf ich ein paar Sachen sagen noch, oder? Natürlich, unbedingt. Super. Okay. Also erstmal wollte ich mich bei ein paar Leuten bedanken. Auf jeden Fall bei Steko Kampfsportzentrum, auf jeden Fall, dass ich da so fleißig trainieren durfte bei euch. Herr Pavlitz ist an der Stelle da aus dem Kampfsportcenter. Dann natürlich an meinen Trainer. Mal einen Riesenapplaus für Marco Rajkovic. Dann natürlich an euch live, dass wir das gemacht haben. An René Weller ein riesen Dankeschön, ein riesen Sportsmann, nette Leute auch mit dabei. Und auch ein riesen Dankeschön an meine Freundin. Hier, jetzt kommt die Adrian-Nummer. Schatzi, ich liebe dich. Und also die Frau hat einige Mittage und Abende ohne mich verbringen müssen, weil ich immer beim Boxen war, mit Augen zurückgekommen bin. Und so Angie auch, riesen Dank für Singen von der Band Topspin. Ja, also riesen Dank auch an... Auch ein Riesendank an alle Jungs, die gekommen sind oder alle, die mich unterstützt haben. Natürlich vor allem meinen Jungs aus Nordrhein-Westfalen, irgendwie 600 Kilometer gekommen. Danke. Danke, Norm. René, jetzt hast du ja den zweiten neuen Live mal so ein bisschen, wenigstens ein bisschen in die Schranken gewiesen. Aber du hast natürlich nicht volle Pulle gemacht. Ich glaube, würde mal so sagen, wenn du jetzt in der ersten Runde Vollgas gegeben hättest, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden für Norm jetzt für die drei Runden. Wie hast du den Kampf gesehen? Du hast ja auch einen Vergleich gehabt mit Jürgen. Also ich muss auch sagen, Jürgen hat sich unheimlich angestrengt und die haben beide sehr gut geboxt. Logischerweise, wenn ich ernst gemacht hätte, wäre das anders gelaufen, aber ich wollte boxen mit ihnen, ich wollte Spaß haben. Ich liebe es Boxen, wenn es auch keiner glaubt, ich sage ihnen, es stärkt mein Selbstvertrauen, den anderen was aufs Maul zu hauen. Ja, wir haben nochmal eine Slow Motion, wo tatsächlich mal Norman durchkam. Wie, weiß ich nicht, aber wir können uns kurz mal das anschauen. Nämlich genau hier, die rechte. Da war sie mal kurz im Ziel und dann, ja, die war daneben. So, da die linke und dann von oben drauf, naja. So, und dann kam mit der linken nochmal versucht, irgendwie einen Aufwärtshaken zu ziehen, aber die Deckung, da sieht man das. Das ist natürlich schon ein Bollwerk. Die ging leider wieder drüber und dann die rechte, ah. Ja, also mit ein bisschen Fantasie, finde ich, hat er dich voll getroffen. Das kann man wirklich ja, so sagen, aber ich sage auch immer wieder, knapp vorbei ist auch daneben. Ja. Und noch was, wenn ihr es nicht wisst, ich muss euch sagen, ihr wisst ja, dass ich ja aus einem ganz christlichen Grund Boxer geworden bin. Ich war in der Klosterschule und da habe ich gelernt, geben ist seliger denn nehmen, deshalb bin ich hier. Ja, sehr gut. René Weller, so, meine Damen und Herren, ich bin so ein bisschen... Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ne? Beim Fernsehen, in der Live-Sendung ist es natürlich immer so ein bisschen, da weiß man nicht so genau, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe so ein bisschen, also ich persönlich habe ja Lust bekommen, als ich euch beide gesehen habe. Ja, so. Aber wenn ich jetzt in Norms Gesicht schaue, ich wollte erst am Anfang der Sendung wollte sagen, okay, ich fordere dich heraus, ne, beim nächsten Kampf, dass du dem Schradi mal schön als auf die Mütze haust. Jetzt schaue ich in Norms Gesicht und denke mir, wir vertagen das mal. So, bis auf Weiteres. Jürgen habe ich gesehen, da sah ähnlich aus. Ja, ähnlich. Meine Damen und Herren, das war der Boxkampf zwischen René Weller und Norm Margolei. Es gibt selbstverständlich auch noch die Siegerehrung in Form von einem Gürtel und einem Pokal. Bitteschön. Meine Damen und Herren, der Sieger René Weller. Ich möchte noch was sagen, ganz kurz natürlich. Ganz kurz. Gleich.
Gleich. Ganz kurz, ihr wart ein super Publikum. Ich hoffe, es ist euch noch da. Danke. Meine Damen und Herren, ein sehr fairer Sportsmann, René.